Noch ein paar Übungen dazu. Also, gegeben ist ein, das war die erste Aufgabe, gegeben ist ein 110 cm langer, runder Hohlkörper. Aha. Runder Hohlkörper wird wohl so aussehen. Wie lang ist er? Was steht da? 110 cm. Und der soll ein 400 Liter Inhalt haben, also 400 Kubikdezimeter. Kubikdezimeter. Und er soll Wasser verdrängen. Aha, das Beispiel mit der ollen Holzkiste und Dracula. Das heißt also, bis hierher soll er Wasser verdrängen. Ich tunke ihn bis hierher ein, ne? Dann verdrängt er genauso viel Wasser, wie er Volumen hat. Welchen Durchmesser in Metern angeben muss er haben? Aha, gut. Gesucht ist also der Durchmesser. Den Durchmesser zeichnet man so ran. So, na denn. Lösung ist einfach. Wenn er 400 Kubikdezimeter Wasser verdrängen soll, dann habe ich schon das Volumen. Und das ist hier in diesem Fall ganz einfach diese Formel. V ist entweder Pi Viertel D Quadrat oder Pi mal R Quadrat mal Körperhöhe. Das ist die Grundfläche. Peng, fertig. So, jetzt kann ich einsetzen oder ich stelle um. Stellen wir mal um in diesem Fall. Ich muss durch Pi und durch K teilen. Dann habe ich V durch Pi und K ist gleich R qua, ach was. Und fertig. Ja, jetzt kann ich loslegen. Vorsichtig, ich muss dann R nochmal umwandeln. Also, setzen wir ein. Was hatten wir gesagt? 400 Kubikdezimeter geteilt durch 110 Zentimeter sind 11 Dezimeter. Und durch Pi auch noch. Ich kann bereits tippen und habe R. Ich gucke mir das an und sage, Moment mal, nochmal schnell kürzen. Das ergibt Quadratdezimeter. Jawohl, wenn ich daraus die Wurzel ziehe, kriege ich Dezimeter raus und hier unten steht eine 1. Das passt. Wenn ich das dann eingetippt habe, jetzt brauche ich mal schnell eure Hilfe. Was kommt raus? Danke. 3,4921 Dezimeter ist R. Achtung, das Ganze mal 2 genommen, dann habe ich D. Das wären also rund 7 Dezimeter. Ne? Wie viel? Was habt ihr? Wenn ich D raus haben will, ich will den Durchmesser haben. Ne? Groß D oder D? Wie viel? Dezimeter. Wer hat das? So, ich schreibe noch die Antwort hin. Also der Hohlkörper. Hat 6,804 Dezimeter Durchmesser. Gucken wir uns mal an, wie lange hat das gedauert? 2 Minuten. Hier ging es darum, ein Kelchglas mit Wein zu füllen. Ich mache mal Rotwein rein und naja, ein bisschen Auberginen dazwischen, sieht es besser aus. So, es geht also darum, das wird nur zu 3/4 mit Wein gefüllt. 8 cm ist es insgesamt hoch, 5 cm oben. Es hat einen kelchförmigen Charakter, das Glas. Und gesucht ist, wie viel ist also, wenn ich 3/4 voll fülle, wirklich an Wein darin? Also dieses Volumen hier, dieses Volumen, das ist gesucht. V 3/4 kann ich ranschreiben. Da muss ich mir vorher kurz Gedanken machen bei der Lösung, muss sagen, Moment mal, laut Strahlensatz ist dann der Durchmesser, hier der Weindurchmesser bei 3/4, ist der auch wieder anders. Also, laut Strahlensatz kann ich mir vorstellen, dass dieser Durchmesser 3/4 mal 5 cm ist. Oder habe ich das falsch gesehen? Denn diese Strecke ist auch nur 3/4 von 8 cm. Logisch? Strahlensatz. So skizzieren. Ich habe hier die beiden Strahlen, ich habe hier die beiden Parallelen. Denn der Wein, der wird ja wohl parallel zur Oberkante stehen. So, dann rechne ich das aus. 3 mal 5 ist 15. Durch 4, 15/4 cm, wenn ich keine Lust habe, das hinzuschreiben. Und hier kürzt sich sogar sehr schön. Das müssen dann 3 mal 2, 6 cm Höhe sein. Also habe ich hier meine Körperhöhe für meine Volumenberechnung. Und das ist hier oben der Durchmesser. Entweder Groß D oder Klein D. Ich schnapp mir die Formel, die heißt, da V ist ein Drittel, jetzt Pi Viertel D Quadrat oder ich nehme mal in diesem Fall Pi R Quadrat mal Körperhöhe einsetzen. Ein Drittel Pi mal R. Achtung, der Durchmesser, das sind 15 Viertel. Also habe ich 15 Achtel in Klammern
also Zentimeter in Klammern zum Quadrat, das war mein R-Quadrat, mal 6 Zentimeter. So, jetzt ist der Rest eigentlich nur noch Tipperei. Jetzt überschlagen wir mal, was muss rauskommen? 15 durch 8 ist ungefähr 2. 2 mal 2 ist 4 mal 6, 24. Und das kürzt sich weg. Irgend sowas. Da müssen wir mal gucken, was bei rumkommt. Was tippen wir dann? Wenn man jetzt hier so weitermacht, ne, rund 24 kommt raus, wenn ich mir das so überschlage. Also ist die... nee, falsch. Leise. Also ist die Antwort leicht. Es sind 22,089. Was ist denn das? 0,089 Kubikzentimeter. Das ist herzlich wenig. Das ist auch nicht viel. Ein Weinglas passt auch nicht allzu viel. Wie viel Deziliter oder Zentiliter sind denn das? 22 Zentiliter? Einverstanden? Oder? 0,2 Liter? Na. Gut. Drittens, ein kegelförmiger Sandhaufen. Kegelförmig, aha, stelle ich mir drittens gegeben das ganze Ding so vor. Ein kegelförmiger Sandhaufen hat einen Außendurchmesser von 3,6 Metern. Große Freude. 3,6 Meter. Von der Seite gesehen sieht der Haufen aus wie ein rechtwinkliges, gleichschenkliches Dreieck. Na prima, dann brauche ich noch eine Skizze. Hier oben habe ich einen rechten Winkel. Und diese Seite hier, die sind gleich lang. Hier unten habe ich wieder von der Seite gesehen, die 3,6 Meter. Wie viel Kubikmeter Sand enthält der Haufen? Gesucht V Sand. Wie gehen wir bei? Lösung ist relativ billig. Die Volumenformel eines Kegels ist wieder so ähnlich wie eben bei dem Weinglas. Ein Drittel Grundfläche mal Körperhöhe. Also entweder mit Radius oder sonst was. Jetzt kommt eine Zusatzüberlegung. Wenn ich hier ein gleichschenkliges Dreieck habe, dann kann ich auch hier in der Mitte genau die Höhe fällen. Wenn das aber 3,6 Meter insgesamt sind, sind das bloß noch 1,8 Meter. Aha. Und jetzt ergibt sich wieder ein gleichschenkliges Dreieck. Das heißt, die Körperhöhe ist auch 1,8 Meter. Logisch? Jetzt habe ich folgende Dinge gegeben. Hier hinten kann ich 1,8 Meter einsetzen. Und die Grundfläche, die lässt sich einfach berechnen. Und zwar Pi, R Quadrat und so weiter. V ist gleich ein Drittel, oder Pi Drittel hätte ich schreiben sollen, warte mal. Es geht besser, da habe ich mehr Platz hier dazwischen. Und Grundfläche ist Pi mal, und jetzt R Quadrat 1,8 Meter in Klammern zum Quadrat. Passt Meter, mal Meter, wird auch passen. 1,8 mal 1,8 mal 1,8 und dann diesen ganzen Mist ausrechnen. Wie viel kommt raus? Wenn ich das dann einkippe, 6,107 Kubikmeter Sand sind darin. Moment mal. Der Haufen enthält 6,107 Kubikmeter Sand. Ende. So, zur Überlegung. So ähnlich geht es ja dann immer wieder weiter. Das kommt auch in Physik dann später dran. Viertens, ein Kubikmeter Luft hatte eine Masse von 1,29 Kilogramm. Aha, gegeben, ein Kubikmeter Luft entspricht einer Masse von 1,29 Kilogramm. Irgendwoher kennen wir das, aber naja. Welche Masse hat ein Liter Luft? Gesucht? V von 1 Liter Luft. Da ist es ganz einfach. Warum? Wenn 1 Kubikmeter, Skizze, 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter, 1 Meter, 1 Meter, 1 Meter, das ist 1 Kubikmeter, wenn der 1,29 Kilogramm hat, dann kann ich auch sagen, ein Liter, oh Moment mal, das ist ja ein Kubikdezimeter. Jetzt kann ich mich erinnern, dass das 10 Dezimeter mal 10 Dezimeter mal 10 Dezimeter auch das gleiche Volumen ergibt. Ne? Ein Meter hat 10 Dezimeter, also sind das 1000 Kubikdezimeter. Mit anderen Worten, wenn ich hier 1000 Kubikdezimeter habe und ich brauche jetzt bloß noch das Volumen von einem Liter, dann muss ich 1,29 Kilogramm durch 1000 teilen und das entspricht dann M von 1 Liter Luft gleich 1,29 Gramm.
Vielen Dank, natürlich. Ich Trottel habe hier V von 1 Liter Luft vor lauter Freude, weil wir sind in Zeitdruck. Die Masse von 1 Liter Luft. Natürlich, Entschuldigung bitte. So, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Haut rein. Tschüss.